und schön, dass du mit dabei bist. Ich zeige dir heute in diesem Video meine Vororder zum kommenden Jahreshauptkatalog von Stampin' Up. Ich bin ja erst im Januar als Demonstratorin eingestiegen und jetzt habe ich quasi meinen ersten Jahreskatalog miterlebt. Ich war der Meinung, dass wir aus dem kompletten Portfolio des Jahreskatalogs wählen können. Konnten wir nur leider nicht, weil wir hatten quasi so eine abgespeckte Variante, wo wir aus 12 Seiten etwas raussuchen durften. Ich hatte dabei so ein bisschen das Pech, dass genau die Sachen, die ich wollte, in diesen 12 Seiten leider nicht dabei waren. Demnach habe ich gar nicht so viel gekauft. Ich spare mir das dann auf, wenn ich mit meinen Kunden zusammen bestellen kann, weil dann werde ich alles bestellen, was ich haben möchte. Und das ist definitiv ziemlich viel. Also ich habe auch schon ziemlich viel wegstreichen müssen, weil irgendwo hört es dann auch mal auf. Ja, aber darum geht es jetzt noch gar nicht. Es geht jetzt erstmal um die Vororder und die zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wir starten natürlich mit den langweiligeren Sachen und zwar, klar, Kataloge, Kataloge, Kataloge. Ich habe natürlich auch Kataloge bestellt, die ich jetzt am Wochenende schön eintüten, verpacken werde und mit einem kleinen Goodie, ich schicke doch nichts ohne Goodie los, ihr kennt mich doch mittlerweile, versehen an meine Kunden schicken werde. Das wird so laufen, alle die ab dem Start meiner Demonstratorentätigkeit, also seit 5. Januar bei mir bestellt haben, kriegen ihr Exemplar schnellstmöglich zugestellt. Wie gesagt, ich mache das jetzt am Wochenende alles fertig. Am Montag früh gehen die raus und wenn der Postbote richtig fix ist, habt ihr die am Dienstag schon oder am Mittwoch. Aber spätestens Donnerstag sollten meine Kunden den Katalog haben und ihr könnt mir gerne mal ein Feedback zurückgeben, was ihr von den Goodies haltet. Da habe ich mir echt ordentlich den Kopf zerbrochen. Wenn du noch nicht bei mir bestellt hast, aber auch einen Katalog möchtest, dann schreibst du mir gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse hast du unten in der Infobox. Und dann schauen wir einfach weiter. Zu den Katalogen noch einen ganz kurzen Hinweis. Die meisten werden es wissen, vielleicht viele aber auch nicht. Diese Kataloge zahlen wir Demonstratoren. Also ich werde jetzt nicht irgendwie 20 Exemplare quer durch Deutschland schicken. Für nichts und wieder nichts. Also das bitte mit beachten. Bitte mit Stöber- und Kaufabsicht. Nicht einfach irgendwelche Kataloge querbeet anfordern. Weil, wie gesagt, wir Demonstratoren, wir kaufen diese Kataloge, verschicken sie weiter und auch wir müssen sie zahlen. Und deswegen ist es natürlich auch so eine Sache. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich damit meine. Ich möchte jetzt damit auch keinen Shitstorm oder irgendwas auslösen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil, wie gesagt, die wachsen leider nicht auf den Bäumen. Wir müssen dafür zahlen. So, das an der Stelle, aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Wir werden jetzt natürlich gleich mit den richtig tollen Sachen loslegen und zwar mit den In-Colors dieses Jahres. Also das sind die In-Colors 2021-2023. So, wir haben hier Celadon. Und das ist irgendwas, ich weiß nicht, ob ich auf den Kopf gefallen bin. Celadon, was ist Celadon? Also im Englischen Soft Succulent, okay, Sukkulenten. Das ist die Farbe dieser Sukkulenten, verstehe ich. Aber hätte man das nicht einfach Sukkulentengrün oder Sukkulententürkis oder irgendwie sowas nennen können? Celadon. Also, wenn du weißt, was Celadon ist, vielleicht sollte ich das mal googeln, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Aber Celadon, das ist irgendwie merkwürdig. Gut, dann geht's weiter mit Bonbon Rosa. Sehr, sehr schöner Farbton, sehr, sehr krachig, aber hier mit dem dunklen Grünton, der da heißt Lodengrün, eine richtig tolle Kombi. Und das finde ich an dem Set oder an der Farbkombi auch so schön. Wir haben klar dunkel, sehr deckend, aber wir haben auch diese bunten, quietschigen Frühlingsfarben. Also wie gesagt, Celadon, Lodengrün, Bonbon Rosa, Frisienlila und hier hinten haben wir noch Papaya. Das finde ich tatsächlich im Englischen viel cooler. Fresh Frisia klingt mega gut. Fresh Frisia und Polished Pink, Evergreen, Evening Evergreen, Soft Succulent und Pale Papaya. Also ich finde, im Englischen klingen die gar nicht so schlecht. So, also das sind die Farben und wir werden die jetzt gleich zusammen testen, würde ich fast sagen. Oder? Testen wir sie im Anschluss? Wir gehen jetzt erstmal weiter, machen das so. Wir gehen jetzt weiter zu den ganzen anderen Produkten. Und zum Schluss testen wir die Farben noch. Wenn du die Farben jetzt schon sehen willst, dann schau mal bitte unten in die Infobox. Ich habe dir da einen Timecode reingefügt. Oder du schaust es einfach bis zum Ende. Das können wir natürlich auch machen. So, weiter geht es
mit dem Cardstock dazu. Ich habe mir jetzt hier einfach mal so ein Mischpaket bestellt. Und zwar sind das hier, wie gesagt, die InColor 2021-2023 ist der Cardstock in DIN A4. Vier Bögen sind hier jeweils drin. Insgesamt hast du 20 Sheets, also 20 Blatt. Ich habe mir jetzt nicht von jeder Farbe ein Paket gekauft, weil muss nicht sein. Ich habe mir jetzt hier so ein Mischpaket bestellt. Und vielleicht ist das für dich auch die interessantere Variante, weil was will man mit 20 Blatt in einer Farbe? Da ist so ein Mischpaket die viel bessere Variante, weil da hast du von allem ein bisschen was. Und wenn irgendwas alle sein sollte, kannst du selbst für dich entscheiden, nimmst du jetzt das große Paket oder nimmst du einfach nochmal so ein Mischpaket. Also wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Die Farben hier auch alle nochmal vertreten. Das packe ich dir allerdings jetzt gleich aus. Da schauen wir jetzt gleich rein. So, dann fangen wir an mit, jetzt, mit Papaya, Frisian Lila, Fresh Frisia. Ich finde den Namen echt genial. Dann Celadon hier, Bourbon Rosa und Blumengrün. So, das sind die Farben. Wie gesagt, ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Und wenn wir hier die Farben schon mal so haben, zeige ich dir in dem Zusammenhang gleich noch was anderes. Und zwar habe ich mir bestellt das Shimmer Vellum. Also das ist der... Das Shimmer Vellum ist im Deutschen schimmerndes Pergamentpapier. Das ist ein bisschen teuer. Aber... Es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also, ich weiß nicht, ob du das siehst. Hier. Doch, das sollte man sehen. Auf der Rückseite nicht wirklich. Auf der Vorderseite siehst du, wie es schimmert. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir Papaya. So, kann ich das, glaube ich, ganz gut zeigen. Hier der Cardstock, das Vellum und das Stempelset. Zwei Bögen hast du jeweils und das ist sind 12x12 Inch Bögen. Dann haben wir hier Frisian Lila. Wobei ich finde, wenn man das alleine hat, also ohne jetzt irgendwelche anderen Farben oder in Kombi mit hier irgendwas Dunklem, sieht das, finde ich, eher so ein bisschen aus wie ein Lila-Rosa. Also nicht wirklich unbedingt so extrem lila-stichig. So, auch hier wieder mit diesem schönen Schimmer. Wie gesagt, das musst du für dich selbst abwägen, ob du das möchtest oder nicht, weil es ist nicht billig, aber es ist wunderschön. Und ich finde, wenn man muss dieses Papier, oder finde, man sollte dieses Papier auch gar nicht in großen Mengen irgendwo draufklatschen, sondern immer mal irgendwie so ein kleines Detail auf einer Karte, da hält das erstens ewig und zweitens braucht man davon nicht viel, weil es einfach wunderschön schimmert und glitzert. Und das Tolle ist, der Glitzer und der Schimmer, geht der ab? Ein bisschen geht er tatsächlich ab. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist so toll, das geht nicht ab, weil es im Papier drinnen ist. Es ist zwar irgendwie drinnen, aber es geht ein kleines bisschen ab. Es ist aber nicht so schlimm wie herkömmliches Glitzerpapier oder ähnliches. So, was hatten wir jetzt hier? Hier hatten wir Lodengrün. Genau, das war Lodengrün. Dann haben wir hier Bonbon Rosa. Ah, das ist wirklich krachig. Also das ist wirklich ein sehr, sehr krachiger Farbton. Und hier noch Celadon. Du musst hier nur ein bisschen aufpassen. Ich habe das hier auch. Das wird ja geliefert in dieser Folie. Und du musst aufpassen, weil wenn irgendwas auf die Folie fällt, hast du hier gleich irgendwie die Macken im Papier. Also das für dich als Info, vielleicht auch als Info, wie du das am besten lagern solltest. Zum Thema Lagern. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht in das Video, zeige ich dir trotzdem noch mal ganz schnell was. Ich lagere mein Papier in diesen Office-Hüllen. Da habe ich mir ganz, ganz viele gekauft. Und dadurch, dass ich von den InColor immer diese Kombi-Packs nehme, wo quasi von jedem ein bisschen was drin ist, reicht mir da eine einzige Hülle und auch sämtliche Abschnitte oder ähnliches kommen in diese Hülle rein und fertig ist. So, das als kleiner Tipp am Rande. So, weiter geht es mit dem Designerpapier. Und zwar auch hier Designerpapier in Color 2021 bis 2023. Das ist das 6x6 Papier. Und ich habe es dir in meinem Starter-Kit schon gezeigt. Das ist genau das gleiche. Das ist genau das gleiche Motiv, wie ich in meinem Starter-Kit das Papier hatte. Deswegen kenne ich diese Musterung schon, aber sie ist sehr, sehr schön. So, also, wir fangen an. Du hast jedes Papier viermal. Einmal mit diesem Muster. Die Rückseite schaut so aus. Und dann auch nochmal hier
in dieser Musterung. So, hier in Papaya. Dann machen wir gleich weiter mit Lodengrün. Ich finde, Lodengrün ist ein schöner Grünton. Der ist richtig schön dunkel, richtig schön satt. Lässt sich super für Weihnachten verwenden, weil es einfach so ein sehr, sehr dunkler Grünton ist. Ich finde diese dunklen Grüntöne einfach viel besser für Weihnachten. Dieses quietschige Grasgrün ist für mich Frühling, aber nicht Weihnachten. So, dann Bonbon Rosa. Weiter geht es mit Celadon. Zwei. Und hier noch einmal. Und dann noch mal das Fräsienlila. So. So, also auch sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, mir gefallen die Farben sehr gut. Und da freue ich mich schon wirklich darauf, da ein paar, was heißt ein paar, das wären ganz viele, Projekte mitzumachen. Wie gesagt, dieses Wochenende geht es schon los mit der Goodie-Bastlerei für meine Katalogkunden. Wir machen weiter mit Schnickschnack. Also du siehst es, das ist jetzt auch alles. Ich habe nicht mehr bestellt, weil wie gesagt, es war nicht so das, was ich wollte. Aber der Katalog hat sehr viele Sachen, die ich will. Deswegen der Knaller kommt im Mai. Wenn wir alle bestellen, werde ich auch bestellen. Und dann wird es schwierig. So, wir fangen an, wie gesagt, hier mit dem Schnickschnack. Und zwar mit fabelhafte Funkelsteine. Die sind so süß. Ich hoffe, du siehst es. Ich packe sie dir mal aus. Die sind wirklich schön. Die sind richtig schön. So, hier. Also, meines Erachtens nach in Papaya und Celadon. Und es ist so schön. Hätte man dieses Celadon nicht anders nennen können? Seagrass oder irgendwie sowas? Seegras? Seebrise? Irgendwie sowas? Ich verstehe es nicht. Egal. Also, wie gesagt, hier diese super schönen Steine. Also, sie sind facettiert. Demnach schimmern sie je nach Lichteinstrahlung. Und sie haben Goldglitzerpigmente drin. Die glitzern leider, muss ich tatsächlich sagen, nicht nur in Gold, sondern in allen möglichen Farben. Also wir haben da grünen Glitzer, blauen Glitzer, roten Glitzer, rosa Glitzer, alles Mögliche mit drin. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist mir wieder zu bunt. Aber an und für sich finde ich sie sehr schön. Und dadurch, dass die nie einheitlich sind, haben wir hier zum Beispiel Funkelsteine ohne oder mit nur ganz, ganz wenig Glitzer. Und hier ist irgendwie die Glitzerflasche ausgekippt worden. Da ist Vollgasglitzer drin. Aber wie gesagt, ich finde die wirklich schön. Und durch diese Facettierung haben die so einen schönen Glanz. Das gefällt mir richtig gut. Dazu hatte ich mir die hier ja auch gekauft. Und die sind ebenfalls so wunderschön geschliffen. Das waren die facettierten Glitzersteine. Echte Eleganz. Das waren die hier. Die waren auch richtig hübsch. So, dann habe ich hier noch gekauft. Und zwar silberne und klare Epoxidteilchen. Epoxid, Basic, Silber und Klar. Also, da haben wir, wie gesagt, einmal Silber, einmal Klar. Haben wir, ich hoffe, du siehst es. Die sind wirklich ein bisschen schlecht zu sehen. So, also, wir haben Kreise, Rauten und Tropfen. Und das in, wie gesagt, hier diesem schönen Silberton und einmal hier in Klar. Und die sind auch richtig hübsch. Damit hatte ich ein Projekt im Jahreskatalog gesehen, was mich absolut überzeugt hatte. Und deswegen musste ich die kaufen. Ich kann dir den Katalog leider noch nicht zeigen, aber wie gesagt, bist du ein Kunde von mir, wirst du ihn sowieso bald in den Händen halten. Und wer ihn noch möchte, schreibt mir eine E-Mail. So, also wie gesagt, hier, die sind wirklich hübsch und das sind ganz schön viele. Das sind 180, wenn man sich das anguckt, denkt man sich, mei, das sind so wenig, die mag man gar nicht nehmen, aber es sind wirklich viele. Aber da muss ich auch zum Beispiel sagen, die schwarzen, die zeige ich dir, glaube ich, auch total oft. Die gehen auch weg wie Wammelsemmeln. Also da klebe ich irgendwie fast auf jedes Projekt irgendwie so schwarze drauf. Und das geht gut weg, sagen wir es mal so. Aber dafür ist es ja auch da, ne? Und jetzt auch total süß. Die sind so niedlich und ich bin so froh. Warte mal, so vielleicht. Und ich bin so froh, dass ich die gekauft habe. Im Katalog sehen die so ein bisschen massig aus, also ein bisschen massiv. Sind die aber gar nicht. Die sind so süß. Und zwar sind das Metall-Accessoires-Hummel. Und die sind so süß. Die sind so klein und süß. Ich höre jetzt auf, süß zu sagen. So, hier.
Ich hoffe, du siehst es hier gut. Schau. Die sind, also ich halte sie jetzt in den Händen, wirklich sehr filigran. Die sind wirklich schmal, wahnsinnig gut gearbeitet. Also extrem schön. Haben einen ganz tollen Goldton. Also das ist nicht so ein billiges Quietschegold, sondern das ist wirklich so ein richtig schönes Gold. Und 20 Stück kriegst du davon. Also am Anfang dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich die bestellen soll. Wo ich dann die 12 Seiten Auswahlmöglichkeit gesehen habe und wusste, ich werde eh nicht viel bestellen, dachte ich mir, ach komm, die bestellst du mit. Es wird eh nicht so teuer. Und jetzt denke ich mir, ein Glück, dass ich sie bestellt habe, weil die sind wirklich so süß. Also die sind wirklich schön. Das ist so eine kleine Empfehlung meinerseits. Kosten, glaube ich, 9 Euro. Aber wie gesagt, 20 Stück sind drin. Und wenn wir hier und da immer mal eine kleine Hummel draufsetzen, ist es ganz niedlich und passt sich, denke ich, ganz, ganz gut der Karte mit an. So, jetzt kommen wir zu den Stempeln. Und zwar gibt es da ein Bundle, das heißt Konturiert, Koloriert. Und das habe ich mir gekauft. Hier siehst du schon die Stempel. Die Sprüche sind an schlechten wie an guten Tagen. Du bist das Wunder in Wunderbar. Schön, dass wir uns haben. Tausend Dank für alles. Freue mich sehr für dich. Dann haben wir hier diese Blume, die ausschaut, wie als hätte man die mal ganz schnell mit dem Kugelschreiber auf dem Papier, auf gut Deutsch gesagt, gerotzt. hier. So, und dann haben wir hier noch die Gegenvariante, wo wir einfach nur draufstempeln und dann ist die Blume schon koloriert. Also noch leichter geht es ja fast schon gar nicht mehr. Dann haben wir hier so ein tolles Blatt und ich finde die Machart sehr, sehr schön. Ich glaube wirklich, Leute, die richtig gut zeichnen können, die machen das wirklich so aus dem Handgelenk. So, ach, komm, hier eine Blume, hier, da, ein bisschen grün. Ich kann das halt nicht. Und ich glaube, ganz viele können das auch einfach nicht. Weil wir sind nicht da, um jetzt irgendwie erstmal 3 Monate Blumen malen zu üben. Wir wollen das können und zwar jetzt sofort. Und dafür ist dieses Stempelset hervorragend. Wir können es jetzt sofort mit einem Stempel. Perfekt. Und Beschenkte, die zum Beispiel gar nicht wissen, dass es solche tollen Stempel gibt, die werden sich vielleicht wundern, was wir so Tolles malen können. Und wenn nicht, ist es auch egal. So, auf alle Fälle hier dieses süße Stempelset. Auch hier diese Blumen können wir hier wieder mit einem Stempel kolorieren. Und hier unten haben wir noch eine Knospe. Auch die können wir kolorieren. Und wie gesagt, die Machart finde ich sehr, sehr hübsch. Hier haben wir auch gleich die 9 Varianten der Stempelboxen. Und zwar, sonst war es ja immer so, dass wir hier alles drauf gedruckt hatten, was wir dann entweder hinten reingefriemelt haben oder einfach draufgelassen haben. Bei einem Stempelset habe ich es hinten reingefriemelt, bei den nächsten war es mir dann so blöd. Dann habe ich es dann auch schon nicht mehr gemacht. Aber hier ist es jetzt immer schon mit dabei. Und wenn du möchtest, kannst du dir deine Stempel hier einfach draufsetzen. Ich glaube, ich werde sie einfach so lassen, weil das ist für mich immer das Handlichste. So, das zum Stempelset. Konturiert und koloriert. Ich finde, es ist so ein bisschen Zungenbrecher. Und wie gesagt, da gab es das Bundle und die Stanzformen heißen separat gewählte Konturen und die sind wirklich so schön. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, ist das kein Wunder für dich, also null Überraschung, weil ich liebe diese Formen. So, jetzt pass auf. Tada! War voll klar, oder? So, also, hier haben wir die Blüte an und für sich. Hier haben wir das komplette Ensemble mit Blüten und hier dem Grün. Und hier haben wir verschiedene Rechtecke. Dieses hier, sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch noch nichts ausgestanzt, weil es ist gerade erst gekommen. Aber ich glaube, wenn ich es dir erkläre, reicht es vollkommen aus. Dieses Rechteck wird so gestanzt, dass wir ein komplettes Rechteck haben mit einem gewellten Rand. Und hier diese kleinen Nupsis werden alle komplett ausgestanzt. Richtig cool. Jetzt holen wir uns mal ganz kurz eine Karte. So, das muss ich schnell unten, dass du es noch nicht siehst. Und so wäre das vom Größenverhältnis her. Ist, glaube ich, wieder das amerikanische Maß, aber wie gesagt, wir Deutschen haben uns ja mittlerweile dran gewöhnt, gell? So, das ist das. Dann hier das nächste. Und das Schöne ist, sie sind nicht alle gleich, sondern sie sind alle unterschiedlich, was richtig toll ist. Hier haben wir das nächste Rechteck und zwar auch hier wieder den Scalloped Rand, wie man die so schön nennt. Und hier innen ist es gepunktet. Das ist richtig hübsch, weil in der Regel kennen wir den Rand, wie er hier als nächstes kommt. Ups. Innen gestitcht. Hier gestitcht, außen hier dieses Scalloped-Muster und so sind sie in der Regel alle.
Was ziemlich cool ist, wie gesagt, hier bei der größeren haben wir Punkte und dann ist es gepunktet. Und auch das lässt sich super auf einer Karte verwenden. Genauso wie das hier können wir layern und machen und tun, bis wir wahnsinnig werden. So, dann das nächste ist ziemlich cool. Das habe ich ehrlich gesagt noch nirgendwo gesehen. Mega genial. Hier haben wir ein Streifen, ein Punkt, wieder ein Streifen. An den Ecken sind jeweils Punkte. Hier an den langen Seiten haben wir durchgängige Streifen. Und hier auch wieder Streifen, Punkt, Streifen. Das ist ziemlich schön. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Nee, der schneidet nicht. Der prägt. Also, die hier werden geprägt, die werden nicht geschnitten. Das merkst du, wenn du drüber fasst. Die äußere Linie ist wesentlich weiter raus als die innere. Also, das wird geprägt, das Muster. Und dann haben wir hier den letzten. Und der ist auch richtig, richtig süß. Ups. Das ist der kleine hier. Und zwar auch hier wieder den Halbkreis ran. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Deutsch sagen soll. Und hier diese Punkte. Und das sind nicht nur Punkte, sondern das sind kleine Kreise. Demnach haben wir dann auch kleine Kreise auf unserer Ausstanzung drauf. Also, wie gesagt, richtig, richtig cool. Das da hier ist, im ersten Moment denkt man sich, ach ja, Mai, ist halt mit dabei, gell? Braucht man nicht. Doch, das ist ziemlich cool. Das brauchen wir, weil, schau dir das an, auf der rechten Seite hast du kein Muster, auf der linken Seite hast du wieder das Punktmuster und in der Mitte wird gestanzt. Und wie geil ist das bitte? Schau dir das mal an. Wenn du das, habe ich es jetzt richtig rum? Ja. Wenn du das so rum auflegst, dann kannst du die Karte zum Beispiel verkürzen, dass du sagst, okay, du machst es bis hierher, dann stanzt du das und dann hast du die Karte, die aufgeht, aber einfach mit einem gewellten Rand. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich finde das ziemlich praktisch. Also am Anfang habe ich das gar nicht so recht auf dem Schirm gehabt, aber auch da gibt es wieder ein wunderschönes Projekt im Jahreshauptkatalog. Es tut mir wirklich leid, ich mache dir den Mund wässrig, ich weiß schon, aber ziemlich cool. Ein Glück, dass wir die mit dabei haben. So, zack, zack. Und das war's auch schon. So, jetzt muss ich das Projekt wieder vorsichtig wegtun, nicht, dass du siehst, weil ich bin mittlerweile wirklich so weit, ich möchte einfach in Ruhe basteln, in Ruhe vor mich hin basteln. Und dann mache ich so ein paar Projekte fertig und wenn ich die fertig habe, dann setze ich mich hin, dann filme ich das, dann machen wir das zusammen. Aber ich habe teilweise echt das Problem, wenn ich ad hoc eine Karte machen soll, dann brauche ich Stunden, dann fällt mir nichts ein, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dann gibt es so Tage, da habe ich voll den Lauf, da bin ich im Flow und dann läuft das wie geschnitten Brot. Und dann mache ich ein paar Karten. Und wenn dann wieder die Phase kommt, wo ich wieder keinen Plan habe, was ich tun soll, kann ich davon zehren. Ich weiß nicht, ob dir das da auch so geht. Das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, also, das waren jetzt hier mal meine Vororder. Wie gesagt, klein und fein ist gar nicht so viel. Aber wir wollten jetzt noch die Stempelkissen testen. Und deswegen kommt das Video heute auch gleich online, weil wie gesagt, ich möchte Goodies basteln. Ich möchte meinen Kunden eine Freude machen. Ich mag es, Leuten Freude zu machen. Ich liebe das. Das ist auch an Weihnachten so. Das wird irgendwie von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Früher war es immer, darf ich zuerst Geschenke auspacken? Mittlerweile ist es tatsächlich so, man sitzt da, man will, dass alle anderen die Geschenke schon auspacken, weil man möchte wissen, was die dazu sagen. Gefällt es denen nicht? Und so geht es mir eigentlich mit meinen Kunden. Ich freue mich total, wenn ich denen irgendwie eine Freude machen kann, ob es zum Geburtstag ist. Und auch, wenn es einfach nur ein Jahreskatalog ist. Und deswegen, wie gesagt, machen wir das jetzt alles fein auf. Dann testen wir das zusammen. Und dann gehe ich in die Goodie-Produktion und ich freue mich so. So, also, zu den Stempelkissen. Hier noch eine ganz kurze Info. Die Stempelkissen haben hier hinten diese Sticker drauf. Und diese Sticker können wir uns einfach hier vorne draufkleben. Das hat den Vorteil, wenn unser Stempelkissen so, also von oben gesehen, so im Regal steht, können wir das natürlich gleich sehen. Was ist das für ein Stempelkissen? Und passt das jetzt für mein Projekt oder nicht? So, eins machen wir jetzt zusammen. Und zwar nehmen wir uns Frisian Lila. Wie gesagt, ich finde die englische Variante mega gut. Fresh Frisia. Huch. Denn das? Kann man das auch ganz runter machen? Nee. Wo steht denn das? Frisianlila. Hier. Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich habe das bei den neuen noch nie gemacht. So. Frisianlila, das ist so hell, das kann man gar nicht lesen. So, und jetzt pappen wir das hier
irgendwie halbwegs mittig da drauf. Ja, gar nicht so übel. Okay, das mache ich bei den anderen in Ruhe. So, aber wir hatten jetzt gesagt, wir werden uns das hier mal stempeln, um das einfach mal zu testen, wie unsere Stempelfarbe wirkt. Und dafür werde ich mir jetzt mal einen Stempel nehmen, wo natürlich auch ein bisschen Farbe drauf kommt, dass wir das einfach schön sehen können. Und dafür nehme ich mir perfekte Pinselstriche zur Hand. Und zwar nehmen wir den. So viel Platz haben wir nicht. Wir nehmen den hier. Und da muss ich auch sagen, man klebt ja hinten das Gegenstück drauf, damit man sieht, welcher Stempel das ist. Ganz ehrlich, ich bin mit dieser Lösung nicht wirklich glücklich. Das klebt wie die Hölle, wenn du hier, zum Beispiel hier dieser Riesenstempel, du nackelst hier an dieser Ecke rum und machst und tust, musst übelst aufpassen, dass du das nicht kaputt machst. Also ganz ehrlich, ich glaube, bei meinen nächsten Stempeln mache ich das nicht mehr, weil ich ganz ehrlich keinen Bock drauf habe, dass ich mir die kaputt mache. Mag ich nicht, werde ich nicht mehr machen. So. Also, wir starten mit Friesienlila. Jetzt, ich habe noch keins von den neuen. Meine Stempelkissen sind die da, die uralten. Die haben immer noch genauso gut Stempeln. Und jetzt muss ich mal gucken, wie die aufgehen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Demo sein und sich nicht auskennen. Okay, also einfach nur zack. Und dann schieben wir das. Ja, siehst du? Haben wir gleich zusammen gelernt. So, da, also. Fresh Frazier. Ja. Let's go. Schön. Sehr schön. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen fleckig. Klar, es ist auch neu. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nochmal treffen würde, ist gen Null. Deswegen lasse ich es. Aber Friesien Lila. Ich bin kein Lila-Freund. Also ganz ehrlich, Lila ist der letzte Versuch. Ich mag kein Lila. Überhaupt nicht. Aber das ist ein schöner Lila-Ton. Das ist wirklich ein hübscher Lila-Ton, der mir echt gut gefällt. So, jetzt machen wir weiter mit Bonbon Rosa. Und vorher springe ich hier nochmal mit meinem Stempel. Über mein Reinigungstuch. So. Bonbon. Das knallt. Aber richtig. Sehr schön. Ah, das ist ein hübscher Farbton. Sehr, sehr schön, wirklich. Ups. Auch in der Kombi wirklich schön. So. Dann machen wir hier noch unser Pale Papaya drauf. Schaut auch spannend aus. Jedes schaut anders aus, gell? Jetzt gehe ich trotzdem hier nochmal sicherheitshalber drüber. So, und jetzt Pale Papaya. Oh, sehr schön. Also das ist wirklich... Es tut mir echt leid. Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Die Farbkombis sind so schön. Sie sind wirklich so hübsch. Und weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt? Ich habe dir vergessen, was zu zeigen. Ich habe mir nämlich noch Band gekauft. So, jetzt machen wir hier erstmal kurz fertig. Und dann zeige ich dir noch Band. Ich hatte Band gekauft. Meine Güte. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Also wenn ich das natürlich stempel, wenn ich da irgendwelche Karten mache oder ähnliches, würde ich das tatsächlich direkt mit einer Stempelhilfe machen, weil dann hast du einfach einen gleichmäßigen Farbauftrag. Hier ist ein bisschen mehr, da ist ein bisschen heller. Ist prinzipiell nicht schlimm, aber ich bin da so ein Monk. Bei mir muss das einheitlich sein. Das ist wirklich sehr einheitlich dunkel.
auch sehr schön. Also wie gesagt, das ist die absolut perfekte Tannenfarbe. Ein richtig schönes dunkles Grün. Und jetzt, wie gesagt, noch schnell die Nachlieferung, das Band. Ich hatte mir noch Band gekauft in Bonbonrosa und Celeron und das ist wirklich schön. Ich habe jetzt nicht alle Bänder gekauft, weil ich mir auch dachte, ich lasse mal die Kirche im Dorf. Aber zwei Bänder wollte ich haben. Und zwar hier diese zwei, wo ich denke, dass ich die tatsächlich mit am häufigsten nehme, wenn ich sie dann irgendwann mal aufkriege. So, dala. Also hier. Einmal Bonbon Rosa. Und auch das sieht wieder anders aus als, klar, der Stempelabdruck. Und dann haben wir hier noch Celadon. Auch sehr schön. Also die beiden zusammen finde ich auch sehr hübsch. Deswegen habe ich auch die beiden gewählt. So, so, so. Weil mir die Farbkombi sehr, sehr gut zusammen gefällt. So, das war jetzt aber wirklich meine Vororder. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!